Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Tutorial von Outriders. Im letzten Part haben wir mal wieder ein paar von Kangs Leuten getroffen, beziehungsweise Billy erledigt. Vorerst, du hast Gefecht gesetzt. Und sie wird nie wieder laufen können, wenn sie es überlebt. Sie hat sich auch den falschen Outrider angelegt, sag ich mal so. Und wir müssen irgendwelche Obelisken jetzt untersuchen, mit denen man irgendwie einen Sturm kontrollieren kann. Nächste Obelisk sein. Irgendwo, hoffentlich. Wenn wir Glück haben, ist es dann auch der letzte Obelisk für Saidi. Die haben letzte Art Elektroschock bekommen haben. Das Teil. Es gibt weiter noch Verstärkung. Wahrscheinlich ist es auch wieder eine Brutmutter. Nur eine veränderte. Oder ein Wächter von dem Obelisk. Nachdem wir hier auf die mutierten Gegner treffen und nicht auf menschliche. Im ersten hatten wir menschliche Gegner. Da drüben ist noch ein Obelisk. Dann sieh mal, ob er anders reagiert als der erste. Erstmal kümmere ich mich um diese Plage. Na klar, dass es eine Art Wächter ist. Ziemlich viel Schaden. Okay, wir sind auch kurz von nächsten Null Weltenlevel. Da dürfen wir ruhig ein bisschen mehr Schaden machen. Jetzt würde das Ganze fast keinen Sinn machen. Dann bringen wir mal den Obelisk. Oh, 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 Saidi. Das ist einer dieser Riesen. Keine Ahnung, ob ich gerade sein Nickerchen gestört habe oder vielleicht hat ihn der Energieschub hergelockt. Unglaublich. Ja, es muss eine Verbindung zwischen der Anomalie und der Fauna Inox bestehen. Etwas, das in ihnen allen steckt. Naja, aber diesmal wurden wir nicht so weggestoßen vom ersten Obelisken. Versuch noch einen Stein zu finden. Bitte was? Sollen wir auch noch den Bruder von dem Dicken kennenlernen? Doc, ich weiß nicht, ob das mit den so eine gute Idee ist. Nur noch einen, versprochen. Für die Wissenschaft, natürlich. Einen weiteren Obelisken finden. Ich glaube, die Mission ist gerade ein bisschen verpackt. Aber hier unten sollte noch ein Obelisk sein, den wir noch nicht hatten.
Mein Wunder, dass wir den Obelisken hier nicht. Obwohl, der ist auch zerstört. Danke für deine Hilfe, Outrider. Ohne Willige veränderte wie dich könnte ich nie hoffen, die Anomalie zu verstehen. Wir müssen lernen, sie zu kontrollieren. Das ist der einzige Weg, Enochs Zukunft zu sichern. Ach, wie bescheiden. Die Anomalie kontrollieren, was? Ich verstehe deinen Zynismus, aber ich habe Veränderte fantastische Dinge tun sehen. Sie heilen Kranke und Verwundete, zaubern Wasserstoff und Sauerstoff herbei, um Trinkwasser herzustellen. Ja, die habe ich noch nicht kennengelernt, die Veränderten. Ich habe nur die, die Tod und Zerstörung wollen, kennengelernt. Müssen wir jetzt gleich mal aufsteigen auf die nächste Weltenstufe, so wie es gerade aussieht. Sind auch erledigt. Noch ein bisschen Eisen schürfen. Ist ja nicht so, was wir benötigen. Und eine weitere Kiste. Wenigstens nur menschliche Gegner. Die halten normalerweise weniger aus als die Mutanten. Doch nicht. Ich bin doch einfach. Das sind verändert, die halten natürlich mehr aus. Stufe auf 12.
Holen wir uns doch gleich mal die Belohnung. Ah, fehlen uns nur noch 3 Blättenstufen. Ein Gewehr. Ein Gewehr nehme ich gern. Ja, das ist schon eher mein Geschmack als die Schrotflinte damals. Sahidi? Siehst du das auch? Ja, wir alle. Was immer du da tust, lass es bleiben. Okay. Interessant, was Sahidi dazu zu sagen hat. Ich habe genug von den Obelisken. Ja, von denen habe ich auch genug. Vor allem nach der letzten Reaktion von dem letzten Obelisken. Sahidi. Hat die Lichtshow dich weitergebracht? Ich bin nicht sicher. Was wir gesehen haben, ist ein Hinweis, dass die Anomalie tief in Enoch entstanden ist. Mhm. Diese Obelisken sind wohl sowas wie Leitungen. Energie wird gespeichert oder freigesetzt. Aber ich weiß nicht wie. Hätte mein Vater das noch miterleben können. Er hätte bestimmt eine Antwort parat gehabt. Ja, oder auch nicht. So viel gesehen und doch bleiben mehr Fragen als Antworten. Das ist nicht fair. Ja, das Leben ist ja auch nicht fair. So. Wir müssen trotzdem weiter. Auch wenn wir es vielleicht nicht wollen. Ich könnte noch die 2 Missionen abgeben. Eigentlich, wo da die restlichen sind. Ich meine, da haben wir ja auch noch nicht alle abgeschlossen. Ja, gut, holen wir uns da noch ein bisschen Ausrüstung. Vielleicht verkaufen wir mal das ein oder andere. Nachdem wir jetzt, glaube ich, schon fast alle Mods haben. Bis auf die Stufe 3 Mods von den Waffen. Also Stufe 2 und Stufe 3 von der Ausrüstung und Stufe 3 von der Waffe, von den Waffen. So. Und wir haben ein neues Level hier. Die Bestie! Die Bestie! Nur dumm, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Achtung! Tritt nicht in die Kotze! Ja, werden wir schon nicht machen. So wie die letzten 100 Mal. So. Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen? Sind es erhöht, Crashers. Das hört sich nicht schlecht an. Gar nicht mal schlecht. Ah, die Wand wird auch immer voller. Wunder, dass der da überhaupt noch Platz hat. Okay, da an der Ecke hat noch ein bisschen Platz. Du weißt. So. Und dann haben wir hier noch einen Auftrag erledigt. Zielen. Okay. Ja, wie gesagt, kann ich ja alles verkaufen. Wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie...
Schick ein, hab Durst. Schauen. Was der Händler ist. So gutes Zeug wie das, hm? Irgendwelche guten Waffen. Ja, vom Level sind die halt auch nicht so gut. Nee. Die Bestie. Hinten haben wir noch einen Händler, hat der vielleicht irgendwas Interessantes für uns? Ich bitte um Verständnis. Nee, der hat auch nichts Gutes. Okay. Dann haben wir neues zur Kriakup. Ist öfter mal besorgt. Nichts Neues. Mein Haus, das geht um sein eigenes Leben, da ist er nicht mehr besorgt. Mal schauen, was unsere Waffe angeht, die wir jetzt noch bekommen haben. Wir hatten die da. Gehirnfresse. Ne, Gehirnfresse ist unnötig. Ein Schutzgolem-Effekt. Mit einer Sekunde Abklingzeit. Mich hier noch. Magazinrolle ist auch nicht wirklich gut. Welche Treffer verursachen eine Explosion? Die Gegner in einem Radius von 5 Meter dran. Verbrennungseffekt verursachen. Okay. Ketten des Todes? Oder Claymore. Obwohl Claymore ja eine höhere Abklingzeit hat. Wie gesagt, schade, dass wir hier noch nicht so viel haben. Da haben wir ja schon alle. Da fehlen uns noch A. Kind des Todes. Ja, mach wir mal. Attribute erhöhen. Wie so viele Splitter, kann ich ruhig mal ein bisschen was verbrauchen. Gerade dass hier sowieso eine legendäre Waffe ist und wahrscheinlich wird die bis zum Schluss behalten werden. Also ich hätte es zumindest vor. Habe ich hier noch irgendwas? Ne, da haben wir nichts, was ich noch machen möchte. Das passt auch alles. Okay. Dann geht's tiefer rein in den Wald. Oder? Ja, egal. Gehen wir tiefer rein in den Wald. Was dort erwartet. Nachdem wir da auch die vielleicht letzte Mission von Erben der Outriders haben, beziehungsweise von dem Bunker.
und wir werden verfolgt. Wartet mal! In den Bäumen hinter uns regt sich was! Kang! Will sich bestimmt rächen. Er kann sich hinten anstellen. Ganz toll. Wir bekommen ein neues Level. Mit den Klassenpunkten, was ganz selten ist. Hätte schon alle. Kann ich hier? Ja, ich werde jetzt raufgehen. Muss ich nicht gerade vergessen, weil ich es sonst noch geskillt hatte. Ja, Angriffswaffen sind gerade besser Waffen. Ja, na gut. Allerdings, bevor wir jetzt auf Kang treffen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Outro das Video. Ciao.